Oh ja, gib mir eine Schnarch, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Erstmal im nächsten Zug perfekt auf dem eigenen Feld landen. So, willkommen zurück zu Mario Party 6. Und wir Genie macht doch noch ein Part, weil Bowser kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich hätte schon gehofft auf eine 1, aber nein, ich muss natürlich eine 0 hinterher würfeln. Das ist natürlich jetzt belastend, weil die jetzt einen Stern kaufen und dann auch aber dann gleichzeitig einen verlieren müssten, wenn sie jetzt nicht irgendwie so einen Ober-Pro-Move machen. Ich hoffe einfach auf das Beste und erwarte das Schlimmste. So, 3, 4, 7, 7, 7, ja. Ich gönne mir die Gratis-Karte, will schon was Unnötiges drin sein. Vielleicht, dass Mario jetzt was Hohes würfelt und sich den Stern grabt? Das geht sich aus, oder? Yes! Yes, Mario! Yes! Einmal in deinem Leben machst du doch was Vernünftiges! Was? Mario, dodge das alles. Egal, du kommst trotzdem down. Und darfst dann nicht weiterziehen. Jetzt dann nochmal zu Bowser kommen, die jetzt beide Sterne kaufen können. Dann können wir es eigentlich knicken bald. Dann wird es hier echt schwierig, das zu gewinnen. Wow. Ich hatte kein Mitspracherecht. Wähle einen Gefährten aus. Das kann ja nur schief gehen. Bekanntlich darf ich ja wieder als letztes aussuchen, oder? Oder habe ich als erstes? Ich darf als erstes aussuchen. Dann nehme ich doch den Grashüpfer, ne? Ist Luigi diesmal die Schnecke? Will ich mal ein, wo ich nicht die Schnecke bin? Easy win! Mario? Ah, schade, Mario holt nicht den zweiten. Aber ich hol den ersten. Den Grashüpfer gewinne ich das. Das ist kein Problem. Die 8 Tasten hier habe ich easy voll. Weil ich gleich am Anfang 6 mal R. L, R, 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 L, A.
Interessante Kombination am Anfang. Aber hier 60 Münzen wieder zurückergattert. Die haben einmal ihre 20 Münzen gesaved. Eins ihrer Felder aus hier. Und erstmal auf mein eigenes drauf fahren, sehr schön. Wie lächerlich ist das jetzt bitte? Mario holt sich dann Bowser und Luigi holt sich dann den dritten Stern. Dann sind die 3-0 vorne. Das ist echt lächerlich. Einfach nur lächerlich. Mario, nice save, nice save. Wichtiger 1. Luigi muss jetzt was hohes würfeln. Luigi saved auch mit einer 3. Und egal was Mario nächste Runde würfelt, Luigi holt sich den Stern. Das kann's nicht sein. Sieht hier schon ziemlich aussichtslos aus. Was machst du da, Mario? Nice. Softlock das Spiel bitte. Danke, das war knapp. Yes! Win! Easy. Puh. Ich habe nicht mal irgendwas, mit dem ich saven kann. Safe nur. Leider ist Luigi noch dran. Und der holt sich jetzt den Stern. Nein! Luigi würfelt auch eine 1. Geht zu Bowser. Oh! Big Save! Big Save! Spiel. Alle Kapseln dürfen. Wow! Keiner von uns hat Kapseln. Es geht um alle Kapseln. Gott sei Dank. Truppe des Schreckens verlieren wir alle. Das zu überleben wird jetzt ein reiner Fun, weil also jetzt wird es ein reines. Jetzt geht es ja eigentlich um nichts. Das heißt, ich habe hier nichts zu verlieren.
Jo. Keine Chance. Nice, Mario. Kein Team mal verloren. In jedem Team hat einer überlebt, ja. Darf wieder L und R spammen. Was wieder nichts wird, weil. Das funktioniert nicht. Ganz knapp. Eins, zwei, drei. Ich sollte fast nach oben gehen, weil ich dann zum Bubu komme. Und der jetzt auf jeden Fall mehr helfen kann. Kapsel haben wir sowieso keine, also kann uns hier eh nichts passieren. Und die Münzen fürs Sternestehen haben wir auf jeden Fall. Ich werde in den nächsten drei Zügen hier wahrscheinlich hinkommen. Sind ja noch drei. Ne, zwei. Oh fuck, nächste Runde ist schon letzte Nacht. Sehr schön. Mario holt sich schon, wie er diese Sterne gesaved hat, Junge. Er hat einfach zwei Einser hintereinander gewürfelt und so eine Sterne gesaved. Big save. Wieso? Wieso? Ich meine, gut, eigene Sterne, verstehe ich, aber wieso schenkst du Luigi auch den Stern? Das verstehe ich nicht. Es wäre jetzt so safe gewesen, dass wir da ohne, also das gleiche Sterne wären und wir easy wieder Erster gewesen wären. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Mario will irgendwie, dass wir verlieren. Weil kaum denkt man, er macht mal was sehr Gutes, haut danach den größten Dreck raus. Im selben Zug. Unverständlich. Naja, Mario, dann gewinn wenigstens das Spiel. Denn ich gewinne es nicht. Da können wir uns sicher sein, ich gewinne es nicht. Ah,
Yes, Mario, danke. Ich würfel zu wenig. Unten ist gerade Bowser. Und weil dann bald keine Nähe. Bin sowieso der Erste, der unten ist. Und dem gehe ich das langsam an. Vielleicht hole ich mich jetzt Toad noch ein. Aber Toad löffelt auch nur mit 2. Ewig holt ihr jeder 8 Münzen. Ja gut, Mario. Deine Einser-Skills sind interessant. Jetzt steht es gleich wieder 3:0 in Sternen, also... Das ist nämlich richtig kritisch, weil ich komme nämlich nicht mehr rechtzeitig zur Geisterhütte, weil die nächste Runde wieder Tag ist. Das war knapp! Das war echt knapp! Weißt du nicht, wie sehr ich mit den Armen hier noch ausrenken soll, um hier schneller zu spammen, aber... Würfel 2 Zehner tot, bitte. Würfel haben wir 2 Zehner. Hol mich bitte ein. Oder einen Zehner insgesamt. Wieso? Es hört sich doch spaßig an. Rallye Mortale. Das zu gewinnen wird echt heftig. Das noch zu gewinnen wird schwierig. Ich meine nicht unmöglich, aber schwierig.
Minispiel zu gewinnen sollte nicht ganz so schwierig sein. Ja. Easy. Das ist doch gar kein Problem. Also einen Münzstern würde ich sagen, kriegen wir. Aber den gibt es ja nicht. Es gibt den Minispiel, es gibt den Kapselstern und den Ereignisstern. Und den Kapselstern müssten wir theoretisch eigentlich auch gewinnen. Oh ja, gib mir eine Schnach, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Erstmal im nächsten Zug perfekt auf dem Ereignisfeld landen. Um zu switchen. Dann switch ich direkt für Tod oder was? Ah ne, der geht jetzt schon in die falsche Richtung, ne? Genau. Sehr schön. Und mit der 10 kommt der von da auch nicht rüber. Hier eine 10, okay. Hier können Sie irgendeine Schneemannkapsel da vorne. Blupo-Strudel, ja gut. Oh yes, Tod ist weg. Sehr schön. Mario bleibt hier, das heißt wir kriegen 20 Münzen, die nur 10. Sehr schön. Sehr gut. Solche Sachen brauchen wir jetzt eh, wenn wir Chance auf einen Minispielstern haben. Den wir auf jeden Fall brauchen. Minispiel, Kapselstern und ja. Dann halt hoffen wir auf einen eigenen Stern und sind dann gewinnen wir. Ja, gib mir eine Schnach, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Erstmal im nächsten Zug perfekt auf dem Ereignisfeld landen. Ich und meine Würfelskills, meine Freunde. Münztausch wäre jetzt belastend. Sternetausch wäre genial.
Beides wäre so ein Mischmasch. Toilette. Luigi. Wir geben 2 Sterne an die. Alter, lächerlich. Warum, Mario? Warum? Kauf wenigstens einen neuen. Es gibt nur einen Pilz da drin. Sprung. Kann's nicht sein. Ja, noch 2-mal, aber zu wenig. Ist der schon wieder tot? Ich glaube, da drin change ich sogar, oder? Ja. Jetzt darf Toad einmal nicht hinkommen und dann muss Mario seinen Pilz einsetzen. Er hat einen Superpilz! So. Darum sind wir schon in der 40. Runde. Sind beide in den letzten 10 Runden, die sind 5 Sterne vorne. Er fährt auf deren Feld drauf, wir verlieren unsere Pilz. Wie viel Pech willst du eigentlich noch haben in einer Party?
Wahrscheinlich krallt sich Luigi auch noch irgendwie den Stern und wir fahren beide zu Bowser. Das wäre natürlich, das wäre die Krönung. Wenn ich jetzt zu Bowser fahre, Luigi gönnt sich dann den Stern und Mario fährt dann auch wieder zu Bowser. Oder Mario fährt auf ein eigenes Feld, Luigi fährt zum Stern und Mario dann nächste Runde zu Bowser. So irgendwie in der Art. Ja, die Krönung des ganzen 7-0 hinten sein. Sehr schön, alle 20 Münzen, das heißt wenigstens 40 Münzen für uns. Das heißt, wir haben wenigstens das Geld zusammengesammelt für Bowser, was wir ihm dann wieder geben können. Ich habe 315 Münzen, Junge, was soll das? Können wir da vielleicht mal einen Stern kriegen oder so? Wir haben eh keine Kapsel, also von dem her. Oh man. Würfelt auch noch ein paar schnell. Als ob es da hier Münzen mangelt. Die 10 Münzen könnt ihr dann gern mal an uns abdrücken. Haben wir kein Problem damit. Es ist einfach nur lächerlich. Mario, tu irgendwas. Das habe ich damit nicht gemeint. Schon wieder, es geht schon wieder um alle Kapseln. Und es gibt schon wieder Garuba des Schreckens. Okay. Komplett gesandwiched worden. Was hättest du vielleicht vorher nachgucken sollen, bevor du dich... Die Putzkolonne ist wieder am Start. Dann machen wir das noch als letztes abschließendes Spiel, bevor der Part hier zu Ende ist. Keine Ahnung, ob ich es im nächsten Part in die letzten 10 Runden rausreißen kann. Ich bezweifle es fast, aber... Man weiß ja nie, ne?
Sehr schön. Und 20 Münzen hier wieder eingesackt. Hättest du noch vielleicht einen kleinen Z-Stern für mich? Ich glaube, ich sammle schon den fünften oder so. Es ist ja nur lächerlich hier. Sehr schön. Mario holt ja wenigstens den Stern. Nächste Runde. Wehe. Wehe, du hättest jetzt eine 1 gewürfelt. Dann steht es wenigstens 1 zu 4. Wenn wir dann alle drei eingestellt kriegen, wären wir das Gewinnerteam. Die Runde hätte aber eigentlich erst im nächsten Part stattfinden sollen. Wie wir nochmal gesagt haben. Bin nämlich schon wieder weit über meinen Plan hinaus. Oh, guck mal, da irgendwelches vernünftiges Zeug drin ist. Taschenlampe? Warum kommst du den Geier, wenn eine Taschenlampe drin ist? Gott sei Dank geht er zum Bowser und holt sich einen Z-Stern ab. Wichtiger Z-Stern, wichtiger Z-Stern hier. Viel Spaß mit diesem Z-Stern. Und schon steht es nur noch 1 zu 4. Und schon sieht es gar nicht mehr so aussichtslos aus. Ist 2 gegen 2 Robotomaten. Sehr schön. Monty Kopfnuss funktioniert sowieso nicht gut bei Nacht. Da ist das Evo noch am wahrscheinlichsten, dass er das gewinnt. Wir brauchen eben Minispiele, die wir gewinnen können. Verkackt. So, und diesmal ist der Part hier wirklich vorbei. Im nächsten Part gibt es dann die finalen 8 Runden oder so, was es noch sind. Also, bis dann, auf Wiedersehen.